Herzlich willkommen bei Naturgemacht. Heute möchte ich dir zeigen, wie du Fleisch haltbar machen kannst. Und zwar koche ich hier ein Gulasch ein und kann es somit über Jahre lagern. Dieses und andere Rezepte zum Haltbarmachen von Lebensmitteln findest du auch nochmal auf meiner Homepage www.naturgemacht.info. Viel Spaß bei diesem Rezept. Du brauchst dafür 2 Kilo Gulasch, das hier ist gemischter, also die Hälfte Schwein, die Hälfte Rind. Dann 2 große Frühlingszwiebeln, die ich hier schon in Würfel klein geschnitten habe. ½ Kilogramm Tomaten, auch die habe ich hier schon in Würfeln klein geschnitten. Und 4 rote Paprika. Ich finde, einkochen lohnt sich erst, wenn ihr eine größere Menge einkocht, ansonsten ist es Energieverschwendung. Ihr habt also hier eine ziemlich große Menge an Zutaten. Es könnte knapp werden, dass ihr die in einen 5-Liter-Topf reinbekommt. Ich habe es also so gemacht, dass ich sie auf 2 Töpfe aufgeteilt habe und dann 2x 5 Liter Gulasch hatte. Als ersten Schritt habe ich 100 ml Öl in einen Topf gegeben und die Zwiebeln darin glasig angebraten. Nach ungefähr 10 Minuten habe ich dann das Fleisch dazu gegeben und auch das kräftig angebraten. Wie gesagt, je mehr Fleisch ihr in einem Topf habt oder je kleiner der Topf ist, desto länger dauert das. Deswegen habe ich es dann aufgeteilt auf 2 Töpfe. Da ging das wesentlich schneller. Ihr seht, ich habe hier noch nicht mal das Gemüse drin. Der Topf ist fast voll. Es lohnt sich also, entweder einen 10 Liter Topf dafür zu nehmen oder aufzuteilen. Nach ungefähr 20 Minuten sah das Ganze dann so aus. Das Fleisch ist schon halbwegs durch und wir werden das ja gleich noch eine ganze Weile einkochen. Das heißt, es muss noch nicht weich sein. Insgesamt war das jetzt hier also ungefähr 20 Minuten auf dem Herd. Dazu kommt jetzt die Hälfte der Tomaten, die andere Hälfte kam dann in den anderen Topf und die Hälfte der Paprika. Dazu kommt jetzt eine Tube Tomatenmark und eine Packung passierte Tomaten. Ich gebe hier dann noch einen Esslöffel von meiner selbstgemachten Gemüsebrühe dazu. Bitte nimm keine gekaufte Gemüsebrühe, in der Geschmacksverstärker zum Beispiel drin sind, weil dann werden dir die Gläser aufgehen, das wird nicht funktionieren. In meiner selbstgemachten, verlinke ich dir rechts oben in der Infobox, ist ausschließlich Gemüse, ein bisschen Salz und Kräuter. Das Ganze wird dann mit Wasser aufgefüllt und für circa eine Stunde auf dem Herd kochen gelassen. Nach der Stunde Kochzeit habe ich das Gulasch dann abgeschmeckt mit Salz, einem großen Esslöffel Paprikapulver, etwas Pimentpulver und Pfeffer. Wenn dir die Soße hier noch zu dünnflüssig ist, bitte dicke sie nicht mit Mehl oder Stärke an. Das würde dazu führen, dass dir die Gläser wieder aufgehen. Mach das also erst kurz, bevor du sie essen möchtest. So sieht das Ganze dann aus und jetzt kann es in die Gläser abgefüllt werden. Ich werde das Gulasch in 580 ml Gläser abfüllen. Und nehme mir dafür wieder meinen Einfülltrichter, der sorgt dafür, dass der Rand sauber bleibt und spart mir den Schritt, den Rand nachher noch mit Essigwasser sauber machen zu müssen. Die Gläser sind natürlich wie immer vorher sterilisiert und wirklich sauber. Jetzt fülle ich das Gulasch ab, bis maximal 1 cm unter den Rand. Danach kommt sofort der Deckel drauf, bei den Gläsern hier mit einem Gummiring. Achtet darauf, dass alles wirklich sauber ist. Das habe ich frisch aus dem Essigwasser geholt. Und wenn der Gummiring richtig sitzt, legt ihr den Deckel da drauf. Und dann kommen Klammern drauf, die alles verschließen.
Ich habe nachher noch eine dritte Klammer drauf gemacht, weil mir das mit zwei Klammern zu unsicher war. Wenn du Fleisch einkochen möchtest, solltest du dir auf jeden Fall einen Einkochautomaten besorgen. Denn im Backofen Fleisch einzukochen ist viel zu unsicher und ungenau und reicht nicht aus. Und es wäre doch schade, wenn dir alles schlecht wird und du die ganze Arbeit umsonst gemacht hättest. Dieser Einkochautomat ist richtig günstig gewesen, ich verlinke ihn dir gerne unten in der Infobox, die müssen nicht teuer sein. Ich habe jetzt hier also meine Gläser in den Einkochautomaten gestapelt. Die unteren Gläser sind komplett mit Wasser bedeckt und habe dann mit lauwarmem Wasser aufgefüllt, sodass alle Gläser mindestens zu 3/4 im Wasser stehen. Fleisch wird immer bei 100 Grad eingekocht. So habe ich das Thermostat meines Einkochautomaten auch eingestellt. Solange das Lämpchen noch leuchtet, ist die Temperatur noch nicht erreicht. Wenn das Wasser dann kocht, geht das Lämpchen aus und von da an lasst ihr das Gulasch für genau 120 Minuten im kochenden Wasser stehen, lasst es einkochen und wenn die 120 Minuten um sind, nehmt ihr die Gläser aus dem warmen Wasser heraus, nehmt dazu einen Glasheber, auch den verlinke ich euch unten in der Infobox und lasst die Gläser abkühlen. Wenn die Gläser komplett ausgekühlt sind, dann könnt ihr, wenn ihr solche Gläser mit den Bügeln verwendet habt, die Bügel abmachen und dann die Probe machen, die Deckelprobe. Das heißt, ihr greift das Glas hier oben am Deckel und hebt es daran hoch. Wenn der Deckel fest auf dem Glas sitzt, hat sich das Vakuum gezogen und eure Gläser sind haltbar. Zum Öffnen der Gläser dann hier einfach ziehen, so wird Luft ins Glas kommen und ihr könnt den Deckel ganz einfach anheben. Wenn euch noch mehr Rezepte zum Haltbarmachen und Konservieren von Lebensmitteln und zum Vorräteanlegen interessieren, findet ihr die Rezepte auf www.naturgemacht.info. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.